herzlich willkommen zu Was bin ich? Über meinen ersten Gast kann ich nur so viel sagen. Er kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, lebt seit 40 Jahren in Ingolstadt und er hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Herzlich willkommen. Servus, ich bin der Bonzo. Kreuzen Sie bitte noch an, ob Sie angestellt oder selbstständig sind. Willst du mich verarschen, oder was? Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Und für jedes Nein gibt es dann 5 Euro. So, welche Schweinerl hätten Sie denn gern? Ich nehme der Blonde da. Nein, ich meine, welches Sparschwein Sie gern hätten. So ein Sparschwein, das sag's halt gleich. Dann nehme ich der Schwarze da. Nein! Mann, jetzt bin ich voll erschrocken. Welches von diesen Sparschweinen hätten Sie denn gern? Also, das ist mir total wurscht. Gut, dann nehmen wir halt das Rote. Was will ich mit dem Roten? Gib mir der Grüne. Der Grüne? Die Grüne. Aber der Gelbe sieht auch total super aus. Jetzt, Bonzo, machen Sie doch mal bitte eine typische Handbewegung. Voilà! Sehr schön. Und falls Sie zu Hause mitraten möchten, so blenden wir zwischen zwei Gongschlägen den Beruf des Herrn Bonzo ein. Dann wollen wir mal herausfinden, was Herr Bonzo so macht. Weiter geht's mit Sabrina. Herr Bonzo, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nichts herstellen? Ihre Antwort bitte, Herr Bonzo. So hat die Alte mich gefragt, oder was? Scheiße, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nichts herstellen? Sie können in der Annahme gehen, wann du willst, ist mir wurscht. Stell irgendeine Frage und du kriegst eine Antwort. Sind Sie mit der Verteilung oder Herstellung von Waren beschäftigt? Die soll mich nicht provozieren, doch. Sie meint, ob Sie in einer Fabrik arbeiten? Ja, aber nicht ums Verrecken, doch. Also nein. So. Herr Bonzo, verkaufen Sie etwas? Da kannst du aber deinen Arsch drauf verwetten, dass ich was verkaufe. Aber das machen wir besser nicht. Da Herinder, fragst mich nachher nochmal, okay? Aber. Ich glaube, die Caro hat es ganz anders gemeint. Caro, könntest du bitte die Frage nochmal neu formulieren? Würden Sie es verneinen, wenn meine Frage nicht auf eine Verkaufstätigkeit Ihrerseits, sondern eher auf eine Erwerbs- oder eine Vermittlungstätigkeit, die Sie nicht ausüben, abzielen würde? Nein. Kann es sein, dass Sie, wenn Nein. Sie... Aber ich hab doch noch gar Nein. nicht... Kann Sie ein Handwerker, sodass man sagen kann, dass Sie irgendwo ein Zeigen reparieren? Was bist denn du für eine? Sag mal, kommst du von die Wald raus oder was? Ja, warum? Nein. Da ist ja gar kein Geld mehr da. Ja, dann wollen wir das Geheimnis mal lüften. Was machen Sie? Ich bin der Bonzo. Das ist mir inzwischen klar geworden. Ich meine, was machen Sie beruflich? Brauchst du flache Fernseher? Was? Ob du flache Fernseher brauchst, kann ich dir total günstig besorgen. Weißt du, ist hinter von die Lastwagen runtergefallen, weißt? Oder willst du ein bisschen Geld verdienen? Weil du schaust da gar nicht einmal so beschissen aus, weißt? Da kann man bestimmt was machen. Da mache ich ein bisschen Vermittlung, kriege ich 90%, weißt? Und die drei Schnepfen, da kannst du auch mitnehmen, verstehst? Und von mir aus auch die Waldfrau. Für die findet man dann auch noch einen.